Wenn du im Sommer draußen im Wald bist oder irgendwo an einer Wasserfläche, dann gibt es ein Tier, das dich extrem nervt. Und zwar Stechmücken, Gelsen, Moskito, wie auch immer du die nennst. Und ich war ja jetzt in den USA, nämlich in Florida, und dort sind diese Stechmücken natürlich überall. Wenn es dich mal gestochen hat, dann juckt das Ganze und dafür gibt es vier Dinge, vier Instrumente, mit denen du diesen Juckreiz unterbinden kannst. Und ich zeige dir diese vier und natürlich auch mein Lieblingsteil. Und wenn dir das irgendwie interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Da sind diese vier Instrumente und alle, alle basieren auf einem Prinzip und zwar durch das durch Hitze oder elektrische Impuls das Protein in diesen moskito -Gift eliminiert wird und dadurch der Juckreiz aufhört. Und das Interessante ist, das funktioniert wirklich. Aber alles der Reihe nach. Nummer eins, das ist nicht meine liebste Lösung, das kann ich dir gleich sagen und zwar mit einem Feuerzeug. Ich wiederhole, die Idee ist ja, dass du durch Hitze, die du genau auf den Stich, auf den, auf den Stechmückenstich, auf den Mückenstich draufbringst, dieses Protein zerstörst. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du das Feuerzeug einfach so lange anheizt, bis dieses Metall, dieser Funkenschutz hier so heiß wird und legst es dann direkt auf. Ja, wenn du das ein bisschen zivilisierter haben willst, dann nimmst du dir dein Victorinox-Messer und am besten mit der All-D-Carry-Scheide von René Rossmann. Ich glaube, der billige wir hat natürlich den Link in meinen Shop, aber das muss jetzt sein. Heizt das ganze Ding also richtig schön auf und legst dann das erhitzte Teil ja, auf den Gelsenstich auf und wartest und zählst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acht, 9, bis es unerträglich wird und hörst auf. Und äh, ja, dann ist dieses Protein tot. Aber bitte aufpassen, und das ist das Problem bei genau dieser Methode, wenn es zu heiß wird, dann hast du vielleicht keinen Gelsenstich mehr dort, sondern einfach eine Brandblase. Also das ist wirklich nur zum Improvisieren da. Also sicherlich nicht meine liebste Methode. Das mit dem Improvisieren ist natürlich super, aber es ist wahrscheinlich besser, wenn du etwas hast, wo du die Dosis viel besser im Griff hast. Und zwar hier gibt es das sap It. Im Inneren befindet sich so ein Piezo-Kristall, ja, so schätze ich jetzt mal. Und zwar das macht hier an dieser Stelle so einen elektrischen Impuls. Das ist <laughs> ja, ja, so wie ein kleiner Elektroschocker. Einmal hier oben klicken. Macht einen Elektroschock und das funktioniert genau auf demselben Prinzip. Ist deutlich angenehmer als mit Hitze, aber meiner Meinung nach nicht so effektiv. Aber es gibt Leute, die darauf schwören. Billige Eigenwerbung, ich gebe natürlich den Link, wo du das Teil bekommen kannst, ist auch sehr günstig und hat den Vorteil, funktioniert einfach ohne Strom. Du brauchst keine Batterie, du brauchst kein gar nichts. Ja? Aufsetzen. Hm, und dir einen kleinen Elektroschock geben. Wenn du so einen Teil im Einsatz hast und gute Erfahrungen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar. Wenn du so einen Teil hast und schlechte Erfahrungen hast, dann schreib mir bitte auch einen. Das wäre cool. Danke. Und jetzt kommen wir zu meinen liebsten Teilen und zwar diesen Teilen hier. Und zwar einmal in groß mit Batteriebetrieb, den Bite Away. Und äh, den zeige ich dir jetzt gleich, beziehungsweise die kleine Version ja, für das Smartphone. Wie funktioniert das? An dieser Stelle wird es heiß. Du hast zwei Modis und zwar einen Kindermodus und einen Erwachsenenmodus. Welchen glaubst du, setze ich ein? Den Kindermodus. Warum? Dann ist es nicht so lang heiß. Dann mache ich lieber zweimal heiß als einmal lang. Aber da entscheidet jeder für sich selbst. Wie funktioniert es? Auf den Gelsenstich aufbringen, einmal drücken und dann warten. Und es wird warm, es wird richtig heiß. An dieser Stelle hier am Handrücken ist das alles ja gar nicht einmal so ein großes Problem. Aber es gibt Stellen wo das richtig, richtig unangenehm wird. Und zwar, wenn es dann fertig ist, dann piepst es noch einmal, dann runternehmen und äh, noch einmal einsetzen. Wie gesagt, auch das hier ist wirklich. Knackig. Der große Vorteil ist, es funktioniert wirklich sofort. Ich habe sofort ein Ergebnis. Ist mir persönlich lieber als äh, all die anderen Varianten hier. Großer Nachteil: erstens, dieses Teil ist natürlich groß und es braucht zwei ähm, AA-Batterien. Und ähm, ja, die, wenn die leer sind, dann kannst du das Ding nicht mehr benutzen. Also auf Reisen, ähm, das habe ich geschenkt bekommen auf der Reise von UG Tools ähm, ähm, in Atlanta. Das ist sehr, sehr cool. Aber ich zeige da noch was. Das geht natürlich auch. Und zwar dieses kleine Ding hier, das braucht aber eine App. Das funktioniert auf Android und äh, Apple Phone genauso, gleichermaßen, aber es braucht eine App. Das bedeutet, du holst dir Heat-It-App, -App, äh, lädst du dir runter. Wie gesagt, ich gebe dir billige wenn und den Link, wo du das bekommen kannst. Ich habe das auf Amazon gekauft. Steckst das Ganze USB-C-mäßig hier an. Gibt es auch für Lightning und andere Varianten. Schau dir das an. Und jetzt kannst du auch wieder für Kind wählen. Ich mache das. Wenn du ganz empfindliche Hautstellen hast, dann kannst du das auch mit einstellen. Dann wird es nicht zu heiß und ist halt komfortabel. Ja? Und das Schöne ist, du kannst bei dem wirklich einstellen, kurz, mittel oder lang. Das bedeutet wirklich, wenn du mit Kindern unterwegs bist, kannst du hier eine kleine Variante nehmen, empfindliche Hautstelle und dann wird es einfach nicht so heiß, damit man ihnen nicht gleich ja, Angst macht. So nach dem Motto, wenn du nicht brav bist, dann kriegst eine mit dir the Keine Gewalt gegen Kinder, das gehört sich nicht und macht auch keinen Spaß damit. Also wirklich. Auf den Stich aufbringen, Start drücken. Ah. Hm. Yeah. Also ich finde diese Variante wirklich, wirklich großartig. Es gibt dazu halt einen Nachteil. Wenn dein Mobiltelefon aus welchem Grund auch immer nicht mehr funktioniert oder die App irgendein Problem hat, dann funktioniert der kleine Teil auch nicht. Dafür kann man das wirklich am Schlüsselpunkt immer mit dabei haben. Und das Mobiltelefon hat man ja auch meistens dabei. Also das ist schon eine wirklich großartige Lösung. Also Fazit, diese zwei Teile sind mir die liebsten. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich muss in Florida überleben, weil dort so viele Insekten sind, dann würde ich auf dieses Teil hier wieder zurückkommen ist wirklich 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 großartig und wenn ich sage okay ich kann vielleicht einen, einen Mückenstich bekommen dann dieses Teil einfach als Backup mit dazu am Schlüsselbund fällt ja auch wirklich nicht auf am Schlüsselbund ist das Stichwort denn auch wir haben für den Schlüsselbund unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände aus der reine Rossmann Werkstatt schau dir auch das an also am Schlüsselbund ist wirklich eine coole Sache lange Rede kurzer Sinn welches würdest du wählen hast du Erfahrungen schreib gerne einen Kommentar und ich sag nur stechmücken sind wirklich neben zecken die unnötigsten viecher, die es gibt auf der welt. Wirklich.